Abend. Es ist Donnerstag und damit Zeit für Einspruch. Eigentlich müsste ich jetzt Ihnen applaudieren, denn ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen und vor allen Dingen auch fürs Aushalten. Ich muss dazu sagen, in diesem Studio hier stinkt es bestialisch. Das ist einer von verschiedenen Versuchen gewesen, diese Sendung zu verhindern. Das geschah unter anderem über Stinkbomben, das geschah durch Androhung juristischer Schritte und das geschah natürlich auch durch Telefonterror. Aber wir sind der Meinung, das Thema ist wichtig, wir machen diese Sendung und Einspruch lässt sich natürlich das Senden nicht verbieten. Im Moment schirmen uns draußen Sicherheitskräfte ab, damit diese Sendung zustande kommen kann und damit wir diskutieren können über den Rock von rechts und über den Rock gegen rechts. Das werden wir tun in den nächsten Minuten. Wenn kahlköpfige Skinheads und biedere Bürger Ausländer angreifen, dann geschieht das nicht selten, aufgeputscht durch die Rhythmen, die Musikrhythmen der Rechtsrockbands. Das ist etwas, was der Verfassungsschutz so festgestellt hat. Und etwas, was er noch festgestellt hat, diese Musikgruppen haben bei Deutschlands Jugendlichen einen ungeheuren Erfolg, der immer weiter zunimmt. Dieser Erfolg ist sogar messbar. Bei uns im Studio Christa Jenahl, sie ist Lehrerin aus Zweibrücken. An ihrer Schule passieren Dinge, mit denen Sie nicht einverstanden sind. In welchem Umfang nehmen denn Schüler solche Texte überhaupt auf? Sind das ein paar oder sind das so viele, dass Sie sagen, um Gottes Willen? Also ich möchte mal deutlich sagen, dass bei uns an der Schule keine ganz weit sichtbaren Skinheads im klassischen Sinne, wie wir leider ja jetzt schon wieder ein neues Feindbild haben, möchte ich schon mal deutlich auch sagen, vertreten sind. Aber diese latente Gewalt ist auf jeden Fall auch vorhanden. Und ich möchte hier aus meiner Sicht als Geschichtslehrerin unbedingt hier in diesem Medium etwas sagen. Wenn ich 10. Klasse unterrichte, Nationalsozialismus, lade ich ganz bewusst als Zeitzeugen Jüdinnen und Juden ein und mache Exkursionen zum Beispiel zum KZ. Und dann sagen mir Schüler, ja prima, jetzt gehen wir mal um die Ecke in den Plattenladen und dann schauen sie sich das Plattensortiment mal an. Und dann sind dann Texte vertreten von Endstufe, No Remorse, Störkraft und so weiter. Welche Texte nehmen die Schüler denn auf? Was hören sie auf den Gängen zum Beispiel? Die hören auf den Gängen so alles Mögliche, von Death Metal, Heavy Metal, total breites Spektrum. Ja, was hören Sie? Man hört immer wieder dieses Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Was kommt darüber hinaus noch? Querbeet. Ich kann das also jetzt hier im Detail nicht an einem Beispiel festmachen. Für mich entscheidend ist, dass eine absolute Desensibilisierung da ist für die verschiedenen Gesichter der Gewalt. Und ich möchte auch mal hier noch deutlich sagen, mich macht das auch sehr betroffen, dass hier draußen Linke demonstrieren. Ich zähle mich selbst zu den Linken und ich halte es für ein unheimliches Gewaltpotenzial, das jetzt so mit den Klischees links und rechts aufeinander eingeprallt wird. Ich denke, wir sollten hier wirklich mal versuchen, ganz ernsthaft darüber zu diskutieren. Das wollen wir gern tun. Ja, was ist denn das gefährlich? Ja, Sie wollen ganz ernsthaft eine Sache, lassen Sie mich das noch gerade sagen. Wir haben noch 60 Minuten Zeit, das müssen Sie nicht alles von Anfang an verballern. Was ist denn das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte? Es hat doch immer wieder Jugendbewegungen gegeben, die gesagt haben, pass mal auf, lass uns mal die alte, eine neue Form sein. Was ist für Sie so gefährlich? Die Wiederholung dessen, was als Provokation in den 60er Jahren zum Beispiel da war, es ist keine harmlose Provokation. Mit Nazi-Emblemen auf T-Shirts beispielsweise oder auf Plattencovers oder auch verbal rumlaufe oder mich damit äußere, ist das eine Symbolwirkung, eine Kommunikation, die ist total vorbelastet durch einen Massenmord und das ist nichts, was vergleichbar wäre mit einer Provokation, wie wir das zum Beispiel Ende der 60er Jahre oder sowas getan haben. Darüber wollen wir diskutieren. Der Erfolg dieser Bands lässt sich messen mit Hitler in die Hitparaden, Bilder, Daten und Fakten zum Thema. Neue deutsche Welle im wiedervereinigten Vaterland. Rechte Grüllbands blasen mit nationalistischen Texten zum Sturm auf die Charts. Nazi-Punk, wahnsinniger Minderheitenzirkus rechtsextremer Randgruppen. Spätestens seit die bösen Onkels Platz 5 der nationalen Hitparade erklommen, ist klar, mit Ausländerhetze und Gewaltgegrüle lässt sich Stimmung machen. Und vor allem Kohle. Wir sind Clansmen, weiße Rasse und weißes Blut. Wir sind Clansmen, watch out Black Men und sei auf der Hut. Brüllt Kraftschlag ungeschminkten Rassismus heraus. Mit Nazi-Parolen fordert Kraftschlag Wut, Stolz in jedem Mann, Blut und Ehre für dein Vaterland. Intoleranz, Bierglückseligkeit und deutsche Werte. So verführen die Rechtsbands unter der Hakenkreuzfahne zum Hitlergruß. Verführung zum Hitlergruß, schlimmer noch, und das sagt der Verfassungsschutz, Aufruf und Aufforderung zum Kampf.
sagt der Verfassungsschutz. Bei uns im Studio ist die Gruppe, die Band Störkraft, und bei uns ist Stefan Rasche. Er ist Bassist bei Störkraft, gilt als Leitfigur der Düsseldorfer Skinhead-Szene. Er ist Schweißer von Beruf, und an seinem Arbeitsplatz gibt es unter anderem Türken und Kurden, darüber werden wir reden. Jörg Petritsch, er gilt als der Kopf und Sänger von Störkraft, macht großen Teil der Texte, gelernter Großhandelskaufmann. Gegen ihn, und das muss ich ablesen, läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Aufstachelung zum Rassenhass sowie wegen Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen. Der dritte im Bunde ist Thorsten Lemmer. Er ist seit kurzem Manager von Störkraft. Hauptberuflich ist er Geschäftsführer der Fraktion Freie Wählergemeinschaft im Düsseldorfer Rathaus. Er war mal Schülerzeitungsredakteur, hat dann eine Stadtteilillustrierte gemacht, ist Mitglied gewesen einer Band, die Karnevalsschlager gespielt hat. Und jetzt ist er der Meinung, dass man den Rechtsrock nach vorne bringen müsste, und das will er auch tun. Wir haben das eben gehört, Faschisten, Schweine. Es gibt also aus den unterschiedlichsten Gruppierungen Gäste hier im Studio. Wir wollen hier unten diskutieren. Hier auf dieser Platte, das ist eine Platte von Störkraft aus dem vergangenen Jahr, heißt es, aufgenommen am 20.04.91, Happy Birthday. Jörg, an wen ja. Happy Birthday? Er war ein Mitglied gewesen von unserer Band damals, hatte genau an dem Tag, zum Zeitpunkt, wo er noch Geburtstag hat. Kannst du eigentlich nicht sagen. Soll euch das glauben? 20.04., das ist Führers Geburtstag, das weiß das man seit 1899. Klar. Ist mir durchaus klar, aber es gibt auch mehrere Leute, die haben am 20.04. Geburtstag. Warum solche Missverständnisse? Ich bleibe mal dabei, dass er möglicherweise recht hat, Stefan. Nein, das ist kein Missverständnis, das ist eine ganz klare Aussage. Dieses Bandmitglied war früher, hat bei uns mitgespielt, und er hat am 20.04. Geburtstag. Das sollen wir euch abgeben. Da gibt es nicht so eine Verarschung, was jetzt hier läuft? Nein, wirklich. Keine Verarschung. Warum schreibt ihr das nicht drauf? Warum geht ihr immer so gerne rein, sagt, Verwechslung ist eigentlich eine prima Sache? Wir sagen den Leuten, 20.04., unsere Szene weiß schon, was gemeint ist. Warum immer diese Verwechslungsgefahr? Das ist keine Verwechslungsgefahr, eine ganz klare Aussage. Warum steht ihr nicht rein? Wir gratulieren Otto Schulz oder wie immer der heißt. Nein, Namen nennen wir sehr selten. Es sind auch tausend andere Größen, die vielleicht an dem gleichen Tag Geburtstag haben. Mhm. Eure neue CD. Was für deutsche Werte, Jörg? Dreckig, kahl, hundsgemein, eigentlich mehr oder weniger, wie die Leute uns so sehen. Dass wir dreckig sind in unserer Handlung, hundsgemein auch eigentlich, wie gesagt. Und kahl sowieso, da braucht man nichts so zu sagen. Was sind das für deutsche Werte? Ihr vertretet doch wesentlich deutsche Werte. Was lebt ihr dadurch aus, dreckig, kahl und hundsgemein? Das sind die Werte, die uns zugeschrieben werden. Mehr oder weniger will ich damit sagen, dass wir so verschrieben werden, dreckig, kahl und hundsgemein. Das ist einfach nur die Sache, wie uns die Bevölkerung einfach sieht. Also ihr als die Opfer gewissermaßen. Wir werden meistens nur als dreckig, kahl und hundsgemein angesehen. Also im Moment seid ihr ja heftig frisch gewaschen. Was ist dein Verhältnis zur Gewalt, ihr Verhältnis zur Gewalt? Also ich lehne Gewalt vom Prinzip her ab, ganz klar. Ich habe mit der Gewalt sehr negative Erfahrungen gemacht in meiner Vergangenheit. In welcher Form? Erzähl. In der Form, ja. Ich habe selber früher Gewalt angewendet, bin selber mit Gewalt sehr oft... Was heißt das, Gewalt angewendet? Ein Verdroschen mit dem Messer, mit den Fäusten, wie ging das? Nein, ganz klar, Konfrontationen in Kneipen, ganz klar aufgrund des Aussehens. Und da steckt man nicht zurück, da ja, schlägt man Messer, zurück. Fäuste, abgebrochene Bierflaschen, da gibt es ja Messer, Fäuste, abgebrochene Bierflaschen, richtig. Alles, ja. Alles, ja. Ganz klar. Festgesessen? Ich meine, man kann es noch sehen. Warum weg von der Gewalt? Es bringt nichts. Gewalt ist keine Lösung. Man kann versuchen, Sachen auch auszudiskutieren. Jörg gilt als Anführer, als Leitfigur der Düsseldorfer Skin-Szene. Hört man. Was muss man tun, um Chef von Skins zu sein? Was muss man denen vorleben? Ich habe mich eigentlich nie irgendwie als Chef gefühlt, oder das mag jeder selber wissen, wie er meint. Auf jeden Fall sehe ich mich nicht als Führer an. Ich bin in der Band, bin der Leadsänger, und meistens ist es so, dass halt immer auf den Leadsänger geguckt wird. Thorsten Lemmer ist der jüngste von den dreien, 22 Jahre alt. Sie sind Geschäftsführer einer Rathausfraktion in Düsseldorf. Nun wollen wir hier nicht die Rathaus- und Kommunalpolitik durchhecheln. Was sagen die anderen Ratsmitglieder, wenn Sie hier als Manager einer Skinhead-Rockband auftreten? Erstens, wie man sieht, ist der Leadsänger schon kein Skinhead mehr. Zweitens sind unsere Leute doch sehr liberal, nicht wie die Chaoten, die hier davor demonstriert haben und das gemacht haben, dass wir hier heute eine Aufzeichnung machen und keine Live-Sendung. Was haben Sie für ein Ziel mit der Gruppe? Sie sind Manager, wo wollen Sie die Gruppe hinführen? Mein Problem ist es eigentlich nicht, aber ich versuche hier mit der Band zusammen einen anderen Weg zu gehen. Was den Weg der Vergangenheit, was Sie gemacht was haben. Weg? Den Weg einer Deutschrockmusik, einer Musik einer neuen Generation, nicht mehr die Generation, die so lange Haare trägt, gut, die aber jetzt haben Sie natürlich das Straßen. Problem, dass ihr ganz bestimmte Kundschaft habt. Die wollen was ganz Bestimmtes hören. Und wenn ihr euch das jetzt auf, naja, gut, so ein bisschen softweich zusammentrimmt, dann werdet ihr doch nicht mehr akzeptiert, dann schneidet ihr euch kommerziell den eigenen Finger.
wir machen Musik erst einmal, oder die Band sollte die Musik eigentlich, das haben sie mir auch so gesagt, erstmal so formulieren und auch so machen, wie sie sich gefühlt haben, aus dem Bauch heraus. Dreckig Kahn und Hunds gemein oder auch Mann für Mann sind Sachen gewesen, da waren sie 19, da waren sie 20, da waren sie 21. Und heutzutage ist deren Entwicklung auch weiter fortgeschritten und wir haben mit Gewalt und mit dem ganzen Mist, der passiert in Rostock und besonders ja auch in Ostdeutschland, haben wir nichts zu tun. Und damit ja, möchte sie ich nicht schreiben die Texte. Haben. In welchem Umfang lassen sich von ihm, von ihrem Manager da rein redigieren, da Sachen rausfallen. Auf keinen Fall, bei den damaligen Texten hat er überhaupt noch nichts mit zu tun gehabt. Die habe ich alle selber geschrieben, auch selber zu verantworten. Und ich sehe eigentlich kein gewaltverherrlichendes Potenzial in unseren Texten. Gut, das werden wir sehen, das werden wir sicherlich auch gleich mit den anderen erörtern, die jetzt reinkommen. Das sind nämlich diejenigen, die sagen, Einspruch. So kann das einfach nicht weitergehen. Und auch wenn wir den Eindruck haben, sind alles nette Jungs jetzt, aber so kann es nicht weitergehen. Denn der Eindruck der Rechtsrocker nimmt zu und das darf so nicht weitergehen. Das sagen bei uns Rio Reiser. Er ist Rocksänger, Mitglied in der PDS, Mitgründer in dem Komitee für Gerechtigkeit, nennt sich selber einen alten Anarchisten und deren Wort, der Satz, den man immer mit seinem Namen verbindet, ist, wenn ich König von Deutschland wäre. Wir haben im Studio Joy Fleming, Blues- und auch Rocksängerin, holte mit dem Neckar-Brücken-Blues den Durchbruch. Sie macht häufig Auftritte für ausländische Minderheiten, gibt Benefizkonzerten auch für Kurden und bei uns ist auch Peter Rüchel, er ist der Macher des legendären Fernseh-Rockpalastes. Er hat über Jahrzehnte hinweg das Beste vom Rock aus aller Welt nach Deutschland geholt und Jungs mit dem Rock versorgt. Joy Fleming, braune Verführer, Untertitel dieser Sendung. Wenn Sie diese Jungs so hören, wenn Sie Platten von ihnen hören, man muss ja wirklich versuchen, diese Texte zu verstehen. Es wird ja so gegrölt, da muss man sich wirklich rein vertiefen, um da was rauszuhören. Was ist an den Jungs hier braun? Also zunächst möchte ich mal Folgendes sagen, die Platten höre ich mir gar nicht an. Ich habe nur die Texte gelesen und die waren schockierend. Was an denen braun ist, ach Gott, er sieht ein bisschen fertig aus. Er ist krank, er hat überhaupt gar keine Haare. Sie können doch einen kranken Menschen nicht dafür verurteilen, dass er überhaupt gar keine Haare hat. Das geht doch gar nicht. Oh, Peter Röchel, Sie leben Ihr Lebensgefühl immer noch auf eine ganz besondere Art und Weise aus. Im Alter von jenseits der 50 lange Haare. Kann man nicht sagen, pass mal auf, die haben so ihr Lebensgefühl, lass sich doch austoben. Es ist mir völlig egal, ob er kahlköpfig ist oder ich langhaarig bin. Ich kann damit nichts ausdrücken. Es kommt mir nicht darauf an, was auf dem Kopf wächst, sondern was unter dem Hirnschädel stattfindet. Und da bin ich einfach der Meinung, dass ihr, das musst du mir mal erklären, ihr redet vom deutschen Mann, von der harten Faust und so weiter. Erklär doch mal der deutschen Frau, was der deutsche Mann ist. Also ich weiß noch nicht, seit wann wir uns duzen. Also wir haben uns vorher noch nicht begegnet und wir haben uns auch noch nie die Hand geschüttelt. Also okay, wir duzen uns jetzt. Ich sitze dich, wenn du erwachsen geworden bist. Also. Was ist der deutsche Mann? Bitte schön. Der deutsche Mann. Ihr Manager. Der deutsche Mann ist ein ganz ehrlicher, offener und treuer Mensch. Ehrlich und strebsam. Bereit zu arbeiten. Und willig, dieses Volk und dieses Land aufzubauen. Ganz klar. Ja, und wo hat sich der in der Geschichte also bewährt? Wo hat er sich in der Geschichte bewährt? Die Geschichte von Deutschland ist nicht nur auf die 12 dunklen Jahre zurückzugreifen. Die hat einen ganz weiteren Ursprung. Und ist auch noch ein bisschen länger auszudehnen. Ja, dann gib mir doch mal ein Beispiel. Dann gib mir mal ein Beispiel für die Traditionen des Deutschen, die du anknüpfst. Ganz klar, da fängt man irgendwann im Mittelalter an, ja, und hört beim Wiederaufbau wieder auf. Ganz klar. Deutschland hat sich aus eigener Kraft 45 wieder aufgebaut. Unterscheidet sich der deutsche Mann zum Beispiel vom englischen Mann? Ganz klar, der deutsche Mann hat ganz andere Ansichten. Der deutsche Mann ist härter. Der deutsche Mann ist ehrlicher. Ja. Der deutsche Mann ist strebsamer. Wir lesen hier zum Beispiel in den Texten aus Ihrem Stück Blut und Ehre, aus dem Refrain, Wut und Stolz in jedem Mann, Blut und Ehre für dein Vaterland. Was soll uns das sagen? Ich möchte eigentlich mit dem Text, vielleicht sollte er auch ganz vorgelesen werden, weil es werden immer nur Zeilen daraus ausgelesen. Gut, es ist der ganze Refrain, aber ich möchte dazu sagen, das Lied Blut und Ehre geht eigentlich gegen die fehlgeschlagene Politik. Und man sollte auch berücksichtigen, in dem Text geht es auch darum, dass wir als Deutsche heutzutage auch auf der Straße sitzen. Vielleicht sollten die Deutschen mal da ein bisschen drüber nachdenken. Während Asylanten, Scheinasylanten sage ich jetzt mal, während
scheint Asylanten irgendwie mehrere Wohnungen bekommen. Gut, okay, Herr Petritsch, brauchen wir, glaube ich, nicht das so auszubreiten und das eine Asyldebatte draus zu machen, sondern einfach nochmal diese Geschichte Blut und Ehre für dein Vaterland. Peter Rüttel sagte das gerade, es stand auf den Koppelschlössern der SS. Ganz klar, es war ein Leitspruch der Hitlerjugend gewesen. Das war ein Leitspruch der Hitlerjugend gewesen, das weiß ich selber. Ich möchte damit aber auch zum Ausdruck bringen mit dem Text Blut und Ehre, das vielleicht im Vergleich gezogen zu der Bundeswehr heute. Wir sind alle beim Bund gewesen und haben für unser Vaterland den Sold absolviert. Waren Sie bei der Bundeswehr? Ja. Wie lange? 2 Monate. Wo? Oh. Was ist das denn? Wieso? Bitte? Warum nur 2 Monate? Aus gesundheitlichen Gründen bin ich dort ausgemustert worden. Wie lange waren Sie denn dabei? 18 Monate. 18 Monate. 12 Monate. 12 Monate. 2 Monate. Das ist wirklich. Darf ich weiter? Machen Sie gerne weiter. Okay, daraufhin weiter zurück. Das war mit der Bundeswehr vielleicht zu vergleichen. Und damit möchte ich auch sagen, dass wir heute noch für unser Deutschland stehen. Und wir sollen uns nicht mal so als die Nazi-Verbrecher fühlen, die wir vielleicht, die wollen wir auch gar nicht verkörpern. Herr Petritsch, nochmal da eingehakt. Blut und Ehre für dein Vaterland. Daraus lese ich heraus, man soll sein Blut für sein Vaterland geben. In was für einem Kampf könnte sein Blut für sein Vaterland geben? In was für einem Kampf denn? Welchen Kampf können Sie sich vorstellen? Ein Kampf der Verteidigung. Wenn der deutsche Mann gefordert ist, sein Vaterland, sein Volk und seine Familie zu verteidigen, dann würde ich ganz klar mein Blut dafür hergeben, sehr umfangreich die politische Situation betrachte, dann also so viele Feinde tauchen ja auch nicht mehr auf. Gegen wen möchten Sie denn, gegen wen wollen Sie das deutsche Vaterland denn bitte verteidigen? Der Gegner steht da noch gar nicht fest. Ja. Aber was, man braucht doch nur mal auf die Schweiz zu gucken. Was ist mit Jugoslawien? Die, Völker untereinander, die jahrelang zusammengelebt haben, zusammen gefärscht wurden, von einem diktatorischen System. Hallo, wir sind ja nicht jetzt hier in Jugoslawien. Wir diskutieren auch nicht über Jugoslawien. Aber in Jugoslawien, was ich nur mal gehört, Jugoslawien herrscht Bürgerkrieg. Ja gut, wir sind aber jetzt hier im Einspruch. Wir haben jetzt momentan Jugoslawien, darüber redet eine andere Sache. Ich weiß zum Beispiel auch, dass nach Jugoslawien Deutsche gehen und da drüben auch mitkriegen, das weiß ich auch. Aber ich will eins sagen, wenn man sagt Blut und Kram, ich meine, findet ihr das richtig, dass ihr Menschen, wir reden von Menschen, wir reden nicht von Farben, ich rede nicht von Schwarz, nicht von Gelb, nicht von Rot, nicht von Weiß, ich rede nur von Menschen, ich gehe auch davon aus. Findet ihr das richtig, wenn ihr das seht, wie die Leute von euresgleichen, möchte ich jetzt mal sagen, nicht von euch, aber eben von den Leuten, da rumgeprügelt werden, wie die Kinder halb verbrannt werden. Findet ihr das toll? Ich muss sagen, ich als Mutter von 3 Kindern finde es so schrecklich, man könnte echt kotzen. Da stimme ich voll Ihrer Ansicht an und wir distanzieren uns auch von diesen ganzen Gewalttaten, die in Rostock abstehen. Aber warum macht ihr denn dann die Texte und schürt die Gewalt weiter? Man muss diese Texte verbreiten weiterhin unter Jugendlichen, die keine Ahnung haben, was passiert ist. Gewalt, für mich bedeutet das sagen, Gewalt. Das ist ganz einfach. Also ich kann heute einen Text schreiben und habe meine Gedanken dazu. Es ist auch nicht heute so, wenn jemand eine Bildzeitung kauft und damit einen Wand steckt, dass die Bildzeitung dann schuld dran ist, hat der Wald abgebrannt. Ist. Was die Leute zu den Texten machen, ist ganz allein denen ihre Sache. Ja, dann fragen wir mit dem Text nochmal weiter. In eurem Stück, wie Deutschland, Kraft für Deutschland heißt es, die Kraft, die Deutschland sauber macht. Ja. Sauber wovon, sauber wie? Sauber von Vorurteilen, wie zum Beispiel, Deutsche sind alle Nazi-Verbrecher, Deutsche sind alle Neonazis, es ist immer das Gleiche. Davon wollen wir Deutschland sauber machen, von den ganzen Vorurteilen. Ja, also, aber hast du jetzt also die Chance, deines Lebens zu sagen, ich lehne das, was in Rostock und Hoyerswerda passiert ist, ab und fordere alle, die daran beteiligt sind, hier in diesem Moment auf, sich daran in Zukunft nicht mehr zu beteiligen. Ja. Wenn du das sagst, dann bist du mein Gesprächspartner. Da stehen wir ganz voll zu. Dann sag es jetzt. Ich habe das Management übernommen habe, weil die Band das vor den Konzerten überall sah. Gut, Herr Lemmer, wir sind beeindruckt. Herr Petritsch, ich lehne das ab und fordere alle, die daran... Also Sie brauchen mir nichts vorzusagen. Ich weiß ja, was ich zu sagen habe. Ich sage immer noch, ich habe es eben schon mal gesagt, wir lehnen die Gewalt ab, die in Rostock zum Beispiel passiert. Wir sind keine dergleichen, die sich mit Asylanten rumprügeln, die irgendwie ein Menschenleben zur Frage stellen oder irgendwie auch angucken oder so. Wir haben mit der Gewalt, die da passiert, nichts zu tun. Gut. Rio Reiser, wir haben das gehört. Ist das glaubwürdig für Sie?
Warum stellen Sie Reiser nicht mal richtig vor? Rio Reiser hat eine Tournee gemacht für eine verfassungsfeindliche Partei. Und er steht uns hier gegenüber, nämlich für die PDS. Der war auf PDS-Veranstaltungen und hat dort Musik gemacht für eine verfassungsfeindliche Partei. Und er steht uns gegenüber. Hier greife ich als Moderator ein und sage, die PDS ist keine richtig, genau richtig. In keinem wir machen keine Musik für verfassungsfeindliche Partei. Bitte schön, Rio Reiser. Verfassungsfeindliche Partei. Es sprach der, die Freie Wählergemeinschaft Düsseldorf. Rio Reiser hat das Wort. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu kommst, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht entsinnen, dass die PDS dazu aufgefordert hat, Asylantenheime anzuzünden. Also ich war, und dass du das jetzt entscheidest, was verfassungsfeindlich ist, das finde ich, also da greifst du ein bisschen vor, weil ich habe bis jetzt also euch noch gar nichts dergleichen vorgeworfen, aber es ist interessant. Die PDS hat über Jahrzehnte lang Menschen eingesperrt. Das ist viel schlimmer als die PDS. Also das ist im Moment wirklich nicht der Punkt. Wir nehmen das auf. Bitte schön, Rio Reiser ist noch dran. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Da kannst du ja gut, okay, also verfassungsfeindlich. Was, ich habe Schwierigkeiten. Also entschuldigt, dass ich du sage, ihr könnt zu mir auch du sagen. Also daran wollen wir es jetzt nicht scheitern lassen, den Begriff Deutschland und Deutsche, mit denen ihr rumhantiert. Zum Beispiel sehe ich dich, also sehe dich und sehe dich an. Bei dir weiß ich nicht wegen der Glatze. Es könnte sein, versuchst du deine blonden Haare zu verbergen. Ja? Also ich stelle mir eigentlich diese Deutschen, dieses so ein Begriff, was ist denn das? Ich möchte mal gerne von euch wissen, was ist Deutsch? Was ist das überhaupt? Guck mal, du hast schwarze Haare, du hast braune Augen, du hast... Nein, Deutsche gibt es kein markantes Zeichen. Ein Deutscher ist kein mit blauen Augen und blonden Haare. Ein Deutscher ist ein Mensch, der ehrlich, frei und tapfer ist. Ist jeder, der ehrlich, frei und tapfer ist, ein Deutscher. Ja, das ist für mich ein Deutscher. Jeder Mensch auf der Welt. Nein, ein Deutscher mit der deutschen Staatsangehörigkeit, ganz klar. Ach, die muss man haben im Pass. Egal, wie man dann, also muss wenn jemand im Pass die deutsche Staatsangehörigkeit hat und ehrlich, frei und tapfer ist, ist er auch ein Deutscher. Man muss schon deutschstämmig sein, um Deutscher zu sein. Ja, aber ist er deutschstämmig, zum Beispiel mit dem Namen Petritsch? Ist er das? Also für mich sind jetzt diejenigen Faschisten, die jetzt dabei klatschen noch. Wenn ihr jetzt sagst, auch meine Nationalität. Du weißt, was ich meine, komm. Ja, natürlich, aber ob sie das im Österreichischen herkommt, aus dem Deutschen. Also mir ist es egal, ob ich Deutscher bin oder Österreicher. Das ist auch kein österreichischer Name, mein Schatz. Aber jetzt frage ich dich mal, warum färbst du dir denn die Haare blond? Willst du etwa Deutscher wirken, als du eigentlich bist? Gut, also jetzt sind wir im Bereich, was machen wir zu Hause im Badezimmer? Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, ich akzeptiere alle, die sich bei uns heimisch fühlen. Akzeptieren Sie auch Ausländer? Natürlich akzeptiere ich auch Ausländer. In welchem Umfang? In jedem Umfang eigentlich. Die Ausländer, die sich seit 30, 40 Jahren hier eingelebt haben, hier schon seit 30, 40 Jahren sind. Wo machen Sie denn da die Grenze? Darf ich ausreden? Ja. Gegen die ist nichts zu sagen und gegen die Wirtschaftsflüchtlinge oder gegen die jetzt aus Jugoslawien kommen, ist überhaupt gar kein Einwand gegen zu sagen. Auch nicht gegen die Wirtschaftsflüchtlinge, wie Sie gerade selber gesagt haben. Nur gegen Scheinasylanten ist vielleicht noch was zu tun. Machen wir die feine Unterscheidung zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Scheinasylanten. Die Frage ist ganz einfach, was passiert eigentlich in den Konzerten? Wir haben jetzt hier drei junge Männer stehen, die das Deutschtum hochhalten auf unterschiedliche Art und Weise. In die Konzerte kommt man im Regelfall nicht rein. Man findet die auch kaum angekündigt. Das sind geheime Veranstaltungen, zu der 800.000 Leute dann über Mundpropaganda kommen. Wir waren an einem solchen Konzert, haben zugeguckt mit einer Kamera. Sehen Sie sich das Material an. Das war Zwickau am 17. Oktober dieses Jahres. War das ein schönes Konzert in Ihren Augen? Es war ein gutes Konzert, sage ich. Warum war es gut? Sag ich, vom Publikum her war es das erste Konzert, was relativ gemischt war. Es waren sehr viele Leute da, die nicht nur kurze Haare hatten. Darf ich nur mal fragen, was geht in dir vor, wenn du da stehst und du siehst Fahne mit Hakenkreuz, Leute, Sieg Heil schreien, das kann doch gar nicht die Welt sein, die ihr...
nach Hause bringen, ihr könnt doch uns so nicht hinstellen, das geht doch einfach gar nicht. Was geht denn dir vor, wenn du sowas singst? Ich bin auch Sängerin, ich singe schon über 30 Jahre. Und ich meine, ich singe auch gute Texte, aber was macht ihr aus der Musik? Warum macht ihr das? Das ist ja schrecklich. Also ich finde folgendes, ich war auf dem Konzert. Manager, eine Sekunde. Moment, er hat gesungen. Ich war auf dem Konzert, da war ich mich was dazu sagen. Ja, Sie sind gleich dran. Du singst, oder was? Sänger, was war das? Was war das? Warum war das ein schönes Konzert? Ihr sagt ja, das Publikum war gemischt. Joy Fleming hat eine Frage. Sie haben wir doch nicht als schön empfunden. Ich muss davon ausgehen, was die Leute mit unserer Musik machen und was die vor der Bühne machen, das kann ich nicht beeinflussen. Ich mache auf jedem Konzert, da darf ich nochmal sagen, auf jedem Konzert versuche ich die Leute ruhig zu stellen, versuche zu sagen, bitte keine Randale, macht hier keine Sprüche, wir wollen keine Politik auf dem Konzert haben. Das ist immer untersagen auf dem Konzert. Rio Reiser, in welchem Umfang kann der Mann auf der Bühne, der da steht, Einfluss nehmen auf sein Publikum? Oh, sehr viel. Das ist ja gar keine Frage, das weißt du auch ganz genau. Entschuldigung, ich bin Laie, das Publikum ist Laie. Ich kann das nicht erklären, das weißt du. In dem Augenblick, wenn du da oben bist, dann hast du eine Macht. Und Wir laden dich mal ein, dass du mal mitkommst. Nee. Lass einmal ganz kurz, wirklich, wir reden von Sachen, wovon hier keiner eine Ahnung hat. Das stimmt nicht, mein Freund. Entschuldige, Thorsten. Die Ossis, lass mich ganz kurz, die Ossis, die hier sind, die ich nicht verurteile, aber die Menschen leben in einer sozialen Spannung. Die leben in einer sozialen Spannung, ich rede von den Skinheads. Und die, die da zu den Konzerten kommen, die sind gewalttätig und alkoholisiert. Die greifen die Security und so weiter an. Ich habe das mit eigenen Augen erlebt. Die Security hat versucht, denen die Fahne wegzunehmen. Das machen wir. Und die Security wurde täglich angegriffen. Da sind dann Hunderte, die machen Randale. Er wurde auf einem Konzert mit einem Messer bedroht und musste sich dort selbst verteidigen. Bitte, ja. Ich habe ja gedacht, dass du mich ein bisschen besser angreifst und nicht mit der PDS kommst. Du hättest bei mir gut mit Tonsteine Scherben kommen können, falls dir der Name was sagt. Sagt dir nichts. Sagt dir der Name was? Nein, der sagt dir auch nichts. Hier sagt er auch nichts. Ah, das ist Joy Fleming. Vielleicht das ist ja sehr interessant. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, aus welcher Band ich komme. Darf ich noch was sagen? Eine Sache zu Ende sagen. Also, erstens mal kenne ich die Situation ganz genau, wie es ist. Man kann sich da verhalten. Man kann sich klar verhalten. Und wenn du das nicht kannst, wenn du da oben die Macht hast und du kannst dich nicht klar dazu verhalten, dann geh nicht mehr auf die Bühne. Joy Fleming, wie machst du das? Darf ich dir was sagen? Gewöhn dir doch endlich mal ab, immer die Leute abzudegradieren. Du sagst zum Beispiel Ossis, Wessis. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Es ist immer dasselbe. Frau Fleming, auf die Frage an Sie. Was macht man, wenn man auf der Bühne steht, die Scheinwerfer scheinen einem entgegen? Wie kann man dann unterbinden, dass die Leute sie kalten? Man kann das Publikum dermaßen beeinflussen, man glaubt es gar nicht. Peter, ist der Gott auf der Bühne. Es gibt die AOK. Da kann man sich einen Krankenschein holen und dann zum Psychotherapeuten gehen. Vielleicht ist dann noch nicht alles verloren. Wir haben jetzt den erstaunlichen Eindruck, dass wir von diesen Herren, die hier stehen, möglicherweise einen etwas anderen Eindruck haben, als das, was in den Konzerten passiert. Wir werden gleich nochmal jemanden da haben, der in den Konzerten war und der jetzt dazu etwas Näheres sagen kann. Das passiert gleich in Einspruch. Wir wollen jetzt jemanden fragen, der bei diesem Konzert, was wir Ihnen vorhin vorgestellt haben, im Film am 17. Oktober in Zwickau dabei war, Fred Otto. Hallo. Er ist Boss einer Heavy-Metal-Band, die sich Random nennt. Ja. Sie war so eine Vorgruppe. Was ist Ihnen passiert? Ja, wir sind zu diesem Wohltätigkeitsfestival eingeladen worden. Für wen wohltätig, weiß ich bis jetzt noch nicht, aber das habe ich halt gestern in der Sendung Akut gehört. Dieses Festival sollte ein normales Rockfestival sein und dort sind ganz normale Rockbands, die leider Englisch singen, als Alibi-Bands eingeladen worden. Anders kann ich dazu nicht Stellung nehmen, denn wir sind nach 2,5 Titeln mit vollen Bierflaschen und allen Gegenständen von der Bühne geprügelt worden. Von wem? Von dem Publikum. Wir hatten halt die Schwierigkeiten, Zecken zu sein. Haben Sie schlecht gespielt? Habt ihr gut geredet und nachher habt ihr auch mit uns zusammen gesessen. Es ist ja nicht so, dass ihr was gegen die Band sagt. Das ist richtig. Hast du vielleicht ehrlich, die Frage mal an dich, hast du vielleicht ehrlich das Gefühl, dass diese Diskussion heute in Zwickau hätte stattfinden können? Ich sagte ja eben. Hast du das Gefühl? Gib doch mal eine Antwort darauf. Nein, ich habe nicht das Gefühl. Und das ist es ja gerade, was ich sagen will. Die Leute wissen ja gar nicht, was auf den Konzerten losgeht. Jetzt sag du mal, du bist ja nun wirklich keiner, der jetzt im Verdacht sich zu uns hat. Hätte er den Leuten verbieten können, da irgendetwas zu machen, oder hätten sie ihn dann auch noch runtergeschmissen? Wie war die Atmosphäre? Also, haben wir alle Angst?
Alles klar, endlich mal einer, der den mal gesagt hat. Wir haben alle Angst vor euch. Wir haben das Problem, dass wir anders denken. Wir müssen Angst haben, in den Osten zu fahren, zum ganz normalen Konzert, um verprügelt zu werden. Herr Otto, ich rede das mal aus. Das, was Herr Lemmer gerade sagte, habt ihr Schiss, wenn ihr solche Konzerte fahrt? Auf keinen Fall irgendwie Schiss, also vor unseren eigenen Leuten normal nicht. Wir haben natürlich auch eine sehr starke Security immer dabei, ne? Die aus Sicherheitsgründen dabei sein muss, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben mit gewalttätigen Fans. Habt ihr Schiss? Das ist nochmal die Frage. Wir haben keine Schiss, aber wir haben eine sehr starke Security. Und deswegen wir haben Sicherheitsverkehr. Dann fragen wir nochmal Herrn Otto. Die Jungs stellen sich hier etwas anders dar, als Sie das gerade sagen. Was sind denn Ihre Vorwürfe an die drei Herren hier? Meine Vorwürfe sind eigentlich die Gespräche, die wir untereinander führen konnten im Garderobenbereich, wo ich alle Störkraftmusiker wirklich als nette, liebe Menschen kennengelernt habe. Aber ich habe auch die Äußerung, mitbekommen, wir haben einfach keinen Bock mehr auf diesen glatzen Konzerten zu spielen. Ich kann diesen Mob nicht mehr ertragen. Von dir, Jörg. Ja, richtig. Bitte. Warum spielst du dann noch da? Wir waren gezwungen. Also, ich will mal so sagen, ich kann das Publikum mir nicht aussuchen. Wir haben versucht, eine breitere Bevölkerung irgendwie anzusprechen. Wenn das Publikum heutzutage immer noch mit Hakenkreuzfahnen vor uns steht und Lieder, die gegen Drogen, gegen Kindesmisshandlung von uns gesungen werden, immer noch mit Sieg Heil grüßen, da kann ich wirklich nichts mehr dran machen. Also sag mal, meine Meinung, Herr Petritsch, Sie sind Großhandelskaufmann. Ja, wenn Sie auf solchen Konzerten nicht spielen wollen, dann machen Sie Ihren Job und haben überhaupt keine Probleme damit. Warum spielen Sie weiter auf solchen Konzerten, wenn Sie wissen, wie es ausgeht? Musik, wie gesagt, Musik ist mein Leben und ich stehe zu meiner Musik. Ich mache die Musik aus dem Bauch raus und ich möchte auch weiterhin Konzerte geben. Nur denke ich mir vielleicht in Zukunft, dass die ganze Musik, wir werden die neue Platte, die jetzt auch bald rauskommt, wir sprechen eine breitere Bevölkerung mit der ganzen Musik an. Dass auch andere Leute zu den Konzerten kommen können, die Musik hören und auch vielleicht mal ein bisschen Verständnis. Jetzt pass mal auf, wie wollen Sie denn zum Beispiel die Skinheads raushalten, damit normale Leute da sich hintrauen? Wir wollen keine Skinheads raushalten. Wir distanzieren uns nicht von irgendwelchen Leuten, die mal unsere Musik hören, ja? Wir wollen keine Gruppen ausgrenzen. Ob es linke oder rechte Gruppen sind, spielt gar keine Rolle. Wir grenzen niemanden auf unseren Konzerten auf. Nicht mal Ausländer? Nicht mal Ausländer. Wer zu unseren Konzerten kommen will, der kann auch kommen. Und das ist ungefährdet. Wie das Publikum auf Ausländer reagiert oder auf Andersdenkende oder auf Langhaarige. Fred Otto ist rausgeschmissen worden. Kantig rausgeschmissen worden. Haben wir auch nicht verhindern können. Ich möchte dazu sagen, ich hatte danach noch ein kleines Gespräch mit denen gehabt und das hat mir wirklich leid getan. Wir haben uns auf der Autobahn aufgelesen, wir hatten einen Unfall gehabt und wir sind dann noch zusammengekommen und ich habe auch gesagt, das tut mir so leid, dass die wirklich nicht spielen können, weil jeder derjenigen, die bei uns mitgespielt haben, hat die Musik gerne gehört und jeder, der im Publikum steht, hat die Musik auch gerne gehört. Darf ich was sagen? Ja, natürlich. Ich habe auch eine Band, eine Mods-Band. Das sind alles Ausländer. Zwei Franzosen, ein Deutscher und ein Libanese. Was glaubst du, was los wäre, wenn ich mit meiner Band in eurem Konzert spiele? Nichts. Ihr würdet unseren Gitarrist tot haben. Den Gitarrist haben wir. Die Security hat euch doch noch geschützt. Die Security haben den Gitarristen zusammengeschlagen. Jawohl. Und das sollte man hier in der Sendung sagen. Herr Rüchel, Sie haben vermutlich mehr Konzerte organisiert, erlebt. Außerdem muss ich noch was sagen. Warum ist er eigentlich so aggressiv? Warum hat er zu ihm, Alter, was hat er zu dir gesagt? Er ist Rathausgeschäftsführer. Dann soll er mal richtig mit Menschen umgehen lassen. Ich denke während dieser ganzen Diskussion an meine Lieblingsausländer. Die heißen Robert Johnson, Muddy Waters, Jimi Hendrix. Und ich denke an meine schwarzen Freunde in New York. Die verteidige ich gegen euch. Ja? Genau. Und die sind es nämlich, ohne die ihr überhaupt gar nicht wissen würdet, wie man die Gitarre richtig hält. Aber ihr schreibt nicht. Wie beurteilen Sie die Musik der drei, der zwei, handwerklich? Er sagt, Musik ist sein Leben, glaube ich ihm gerne, durchaus. Wie beurteilen Sie das handwerklich? Da bin ich nicht der Mann dazu, weil ich überhaupt keinen Wert auf handwerkliches Können lege bei Musik, weil ich lege Wert auf Emotionen. Und Emotionen sind da. Bloß die Frage, wohin gehen diese Emotionen? Das kommt mir so vor wie eine Frau, die in einem brennenden Auto sitzt und schreit, meine Handtasche. Wir haben keine Probleme. Das erste Problem, ihr sagt Deutschland zuerst, das erste Problem ist, dass dieser Planet vor seiner Zerstörung steht und nicht Deutschland, sondern Deutschland damit, weil es auf diesem Planeten ist. Diese Probleme seht ihr nicht. Und da setzt ihr nicht eure Energie ein. Das
Was wäre das, um Held zu sein oder um eine Energie einzusetzen? Und Deutschland ist nur ein Problem davon, ein Stecknadelkopf, ja, noch nicht mal ein Staubkorn im Universum. Das hier, Reiser, das ich möchte gerne Frau Jenahl aus Deutschland-Wahl-Lehrerin befragen, dieses Moment von Hass, was in den Texten deutlich wird, was sich auch auf das Publikum überträgt. Wie bewerten Sie das? Ja, ich finde das zum Kotzen, muss ich sagen. Ich kann es nicht nur sagen, dass ich betroffen bin, ich finde das zum Kotzen. Ich bin hergekommen und hatte gedacht, ich könnte vielleicht wirklich ein Gespräch schon mit euch mitführen. Aber ich bin sowas von stinkwütend im Moment. Und zwar aus mindestens drei Gründen. Das möchte ich euch hier mal gern sagen. Bitte entgegnet was. Einmal, wenn ihr sagt oder Sie sagen, ich möchte ganz bewusst Sie sagen, weil ich denke, zwischen uns schon eine Distanz ist. Wenn Sie sagen, Musik ist mein Leben, dann müssen Sie sich klar sein, dass durch Ihre Musik und vor allem Ihre Texte, und mir ist piep egal, wie perfekt die Musik ist, die ist leider sogar faszinierend, aber wenn wir die Texte anschauen, sind Sie verdammt nochmal mitverantwortlich für den Tod und die Brandanschläge auf Asylbewerberheime, die wir derzeit haben. Das ist das eine. Und zum Zweiten... Ich klage Sie hiermit öffentlich diesbezüglich an. Das ist das Erste. Zum Zweiten habe ich emotional, und ich sage das ganz bewusst, ich bin jetzt wütend, mehr als das. Kaufe ich euch nicht ab, dass banal auf der Platte steht, live in der Nähe von Weimar letztes Jahr aufgenommen, anlässlich eines Geburtstages, Happy Birthday, wie wenn das irgend so ein schöner Geburtstag irgendwo wäre, irgendein Geburtstag. Es ist Adolf Hitlers Geburtstag. Und ich kaufe euch nicht ab, dass ihr euch von diesem faschistischen NS-Diktaturstaat distanziert. Ihr motiviert Leute und vor allem Jugendliche dadurch, euch nachzuahmen. Ich kann euch das belegen, wenn ich Aufgabenbücher von kleinen Jugendlichen sehe, die eure Texte in den Aufgabenbüchern stehen haben. Ihr macht euch mitschuldig. Das sieht man doch, wie beliebt unsere Band bitte ist. Bitte euch, das ist eine... Ich möchte hiermit deutlich sagen, ich habe aufs Grundgesetz geschworen, ich bin eine Beamtin und ich schäme mich verdammt nochmal als Beamtin dieses unseres Landes dafür, dass solche Texte, die ihr singt, solche Bands, für, wie ihr seid, Auftrittsrechte im Moment noch haben, in den Plattenläden verkauft werden und noch nicht Artikel 86 und 131 des Grundgesetzes. Frau Jena, jetzt hatten Sie ausreichend Zeit, die Frage, Moment, die Frage ein bisschen sortieren jetzt, also die Frage, die im Raum steht. In welchem Umfang besteht Mitschuld? Die Leute, die in Hünxe ein Asylbewerberheim angegriffen haben, zwei Libanesische schwer verletzt haben, haben unter anderem gesungen, ich bin ein Bomberpilot, ich bringe euch den Tod. Das ist doch ein böser Onkel sich von uns. Das ist durchaus bekannt. Richtig. In welchem Umfang tragt ihr Mitverantwortung für die Begeisterung, diese unglaublichen Emotionen, die in eurem Publikum ganz sind? Ganz klar, wir lehnen jedes nationalsozialistische oder faschistische oder rassistische System lehnen wir ab. Wir haben keine Mitschuld daran. Warum nicht? Weil wir leben nicht in diesem Land. Außerdem ist denn Udo Lindenberg oder Rio Reiser dafür verantwortlich, wenn die gewalttätigen Autonomen am 1. Mai hier die Autos anzünden, die Verrückten? Sind die damit verantwortlich? Sie haben eine ganz andere Möglichkeit. Wie geht ihr damit um, dass das passiert? Ihr spielt diese Musik, die Leute reagieren in dieser Art und Ich spiele Musik für Deutsche, die deutsch denken, die national überzeugt sind und die zu ihrem Vaterland stehen. Jetzt möchte ich eine Frage stellen an Jo Gröbel. Er ist Gewaltforscher, arbeitet an den Universitäten in Utrecht und anderswo auch. Herr Gröbel, in welchem Umfang hat Musik negative Wirkung auf Menschen, die zuhören? Also die Texte sind sicher ein Faktor dabei, aber ich glaube, hier ist viel entscheidender, finde ich, es muss etwas, was schon zum Nachdenken führt, dass hier wahrscheinlich solches nationalsozialistische Gedankengut oder auch nur ganz bestimmte Andeutungen für ein Image benutzt werden. Also was die Herren gesagt haben, klingt ja durchaus noch erfreulich, dass sie Gewalt ablehnen, dass sie explizit sich gegen diese Aggression wenden. Ich fürchte nur, dass wir hier eine ähnliche Situation haben, wie wir sie am Anfang des Dritten Reiches gehabt haben, und da muss leider dann auch eine Plattform für eine solche Diskussion aufgebaut werden, auch in einer solchen Sendung, dass dieses ein Beginn ist, dass es noch relativ harmlos daherkommt. Die Nazis sind auch nicht von heute auf morgen da gewesen. Sie haben auch nicht von Anfang an sich direkt zu erkennen gegeben. Es war schick. Und hier sehe ich das große Problem drin, dass hier eine Generationenkonflikt vielleicht sogar darin besteht, dass der Jugend seit langer Zeit wieder etwas gegeben wird zum Teil, Musik was gegen die andere Generation ist, und dass sie dieses benutzen. Ich unterstelle nicht mal, dass sie tatsächlich jetzt hier und heute gewalttätige Intentionen haben, fürchte aber, dass sie es gerne in Kauf nehmen, dass sie genau diesen Erfolg haben. Herr Gröbel, in welchem Umfang nehmen denn andere Jugendliche diese Botschaft, wenn es denn eine ist, auf? Andere Jugendliche nehmen sie insofern auf, als zum Beispiel ein solcher Ort eines solchen Konzertes eine Möglichkeit bietet, zusammenzukommen.
haben. Ich würde nicht mal behaupten, dass jetzt der Text so direkt wirkt, dass wer den Text hört, sofort zum Gewalttäter wird. Es wird aber eine rituelle Veranstaltung, wo die ganze Begleitmessage, die ganze Begleitbotschaft eine wesentliche Rolle spielt. Es ist schick, dahin zu gehen, und irgendwann, befürchte ich, werden Sie, die Sie heute nur noch mit diesen Texten vielleicht spielen, sie vielleicht nicht so ernst nehmen, wie es rüberkommt, irgendwann selber auf diesen gleichen Zug abfahren, und da sehe ich die große Gefahr dran. Welche Parallelen ziehen Sie denn zur NS-Zeit? Die Parallele sehe ich darin, dass es eben auch da durchaus unter Jugendlichen schick war, mit Hilfe der Nazis zum Beispiel gegen die alte Generation vorzugehen. Und eines möchte ich hier noch sehr deutlich sagen, das wurde auch von der Dame eben schon angesprochen, ich bin nun in der Tat sehr viel im Ausland, und einen ganz großen Effekt, den ich hier sehe, ist, und da sollten Sie sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, dass wenn Sie mit alten Juden sprechen, die ihre gesamte Familie verloren haben, darüber machen Sie sich vielleicht gar keine Gedanken, dass solche Texte, wie Sie sie formulieren, verheerende Folgen haben, bis hin zu der Tatsache, dass Leute, die selbst Opfer sind, traumatisch alles wieder das erleben, plötzlich Angst bekommen. Und da würde ich Sie wirklich bitten, ich denke, noch sind wir gar nicht so polarisiert. Das stört mich auch ein bisschen an der Diskussion, dass zum Teil gar nicht aufgenommen wurde, was von den Herren gesagt wurde, die sich ja durchaus explizit von der Gewalt distanziert haben. Hier ist nicht wichtig, dass wir hier eine permanente Polarisation haben und uns polarisieren. Wichtig ist hier, dass man jetzt zu dieser Stelle klipp und klar sich klar macht, dies ist ein viel zu ernstes Thema, als es zu einer Schickheit zu machen. Und es ist auch zu ernst, um sich damit polarisierend auseinanderzusetzen. Ja, vielen Dank, Jürgen Röbel. Das ist richtig. Erstens hier mal zu sagen, wir sind nicht schick, wir wollen auch gar nicht schick sein. Unsere Texte sind auch nicht schick. Ja, und das ist ganz klar, die Meinung des Mannes ist ganz klar, die Vergangenheitsaufarbeitung hier in Deutschland durch die Hitler-Diktatur hat immer noch nicht stattgefunden. Der Deutsche muss sich heute für sein Nationalbewusstsein immer noch in Frage stellen lassen. Muss immer noch mit dem Finger auf sich zeigen lassen. Weisen Sie das mal auf, was Herr Gröbel gesagt hat. Er sagte zum Beispiel, die Wirkung dessen, was ihr singt, ist verheerend. Macht ihr euch das klar? Nein, wir sind keine Auslöser für eine neue nationalsozialistische Diktatur. Wir wollen auch keinen Kommunismus hier. Wir lehnen alle Diktaturen ab. Ganz klar. Gut, das kann ja sein, aber 1000 Leute schreien Sieg Heil, was schon mal, und zwar dann von Millionen gebrüllt worden ist. Ist euch das klar, was da passiert? Natürlich ist es das ganz klar. Ist es. Ja, und warum macht ihr es dann? Moment, ich bin noch hier. Warum macht ihr es dann? Was? Wir schreien doch keinen Sieg Heil. Wir verbreiten keine nationalsozialistischen Parolen. Nein, wir lösen unsere Lieder sind nicht so politisch, dass da ein Sieg Heil drin vorkommt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wir sind gegen keine Rasse in unseren Liedern. Wir verhetzen keine Völkerschaft. Wir machen überhaupt nichts. Es ist nur gegen die fehlgeschlagene Politik. Und für unser Deutschland, das ist eigentlich alles, was in unseren Texten vorkommt. Diesen Laden muss doch mal ganz klar zu sehen sein, die deutsche Politik hat versagt, ganz klar. CDU und SPD, sie haben versagt. Du redest gerade von Politik und er sagt, es ist nicht so politisch. Ja, das ist nein, ich sage, die deutsche Politik hat versagt. Ich bin jetzt eine Woche und noch länger mit euren Werken zugange. Ich habe die Texte immer wieder gelesen und auch... Ich meine, jetzt eure Platten, ne? Nicht die Texte. Nein, pass auf, also das weiß ich schon, das Problem kenne ich selber. Ich habe mir es auch angehört. Ja? Das ist nicht das gut. Ja, aber trotzdem kommst du damit nicht durch, weil du weißt auch ganz genau, was du da für eine Stimmung verbrätst und worauf du dich da setzt. Und ich hatte das Erste, was mir dann plötzlich, ich habe immer gedacht, was passiert da, was geht da los? Ich habe versucht, irgendwo drauf einzusteigen und immer wieder kam mir der Gedanke, ihr reitet auf einem Tiger. Ihr reitet auf einem Tiger und ich hoffe, dass ihr euch dessen bewusst werdet. Und wenn ihr weiter auf diesen, wenn ihr von diesem Tiger nicht abspringt, wird er euch fressen. Wir sagen doch jetzt immer noch mal, wir verurteilen die Gewalt, wir sind gegen Gewalt. Ja, ihr verurteilt das. Ja, wir sagen uns davon los. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wie oft soll man denn noch sagen? Ja, aber wir setzen doch zur Wehr. Einspruch, darf ich was sagen? Du sagst sagen. Sagen ist was ganz anderes als singen. Ja, das Singen, das gesprochene Wort ist nicht so stark wie das Gesungene mit der emotionsgeladenen Musik, die natürlich. Du da drunter hast. Das musst du dir überlegen. Da ist deine Botschaft. Ob du hier in so einer Talkshow dich davon distanzierst, ist nicht entscheidend. Ja. Ja, sondern das, was du nachher auf der Bühne machst, mit dieser emotionsgeladenen Musik darunter. Ja, es gibt einen unserer Musik. Ein Lied von euch, sonst bin ich jetzt sofort dran. Es gibt ein Lied von euch, Kampfhund. Schlechte Zeiten für den Abschaum im Land. Was sagt uns das? Das Lied ist aus dem Film übernommen worden. Aus dem Film, wo ein Kampfhund wirklich bösartig wütet, Leute zerstückelt und zerfleischt. Ist ein ganz normaler Text und ein ganz normales Lied auch gewesen. Herr Petrich, ich frage nochmal, schlechte Zeiten für den Abschaum im Land, das bedeutet doch eigentlich im Prinzip,
irgendwas passiert, und zwar für den Abschaum im Land, der nach eurer Definition kann man so auslegen, wie man will. In dem Film, wenn so ein Film sich anguckt, wo ein Kampfhund oder ein Söldner irgendwie rumspringt und mordet und zerfleischt, da ist genau das Gleiche wie den Text. Man kann nicht sagen, jetzt der Text, der predigt jetzt die Gewalt, und weil jetzt jemand einen Kampfhund hat, muss er da alles zerstückeln. Das ist nicht Einspruch. So. Du sagst, das kann man so sehen, wie man will. Genau. Das darf man aber in dem Fall dann nicht. Dann musst du dazu Stellung beziehen oder du musst die Verantwortung dafür übernehmen irgendwann. Wenn du sie jetzt vielleicht nicht übernehmen musst, musst du sie später übernehmen. Überleg dir das, bedenke das, was du für eine Verantwortung auf dich nimmst. Wenn du sagst, das kann man so oder so nehmen, du kannst auch sagen, ich gucke mir einen Horrorfilm an. Ich habe viele Freunde, die sich Horrorfilme von der Art angucken. So ist es nicht. Ja, wir machen keine Lieder darüber und wir stellen uns nicht auf die Bühne und machen das Ganze nochmal. Das ist die Gefahr. In dem Augenblick begibst du dich in Verantwortung. In Verantwortung für Tausende von Leuten. Darüber musst du dir bewusst werden. Verstehst du? Darum bitte ich dich, solange man noch reden kann, ja, weil irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man das nicht mehr kann. Und deswegen bin ich hier. Weil ich denke, man kann vielleicht noch reden. Ja. Urteilst du so auch über das Lied, über das neue Lied Panik Panther von Udo Lindenberg? Ist das nicht auch ein Aufruf zur Gewalt? Sag was gegen deinen Freund. Herr Lemmer, sagen Sie mir auf das, was er gerade gesagt hat. Zu befürchten, weil du hast ja keinen Satz. Okay, ich frage ihn. Nee, komm jetzt direkt. Distanziere dich doch auch mal davon. Ich frage ihn jetzt direkt. Sie fragen ja gar nicht. Ja, ich frage dir aber jetzt mal was anderes, mein lieber steilter Affe. Pass mal auf. Ich will dir mal was sagen. Ich hab weniger Arsch. Hör mal zu. Ich mag zwar dick sein, ja, und nicht die Schönste sein, aber im Singen, ja, kannst du alle einstecken. Das alle bist du. Aber eins möchte ich sagen. Udo Lindenberg, ja, aber meiner nicht, weil er stimmt. Wir haben es gehört, bitte. Pass mal auf, in dem Fall stimmt der Eigenlob. Nee. Und ich möchte es hier zur Probe machen, wer singen kann. Aber ich kann singen. Ja? Gut, also jetzt fragen wir doch mal jemand anderes. Wir haben jetzt die Gruppe Stürkraft hier gesehen. Wir haben noch jemanden von einer anderen Gruppe, nämlich Kraftschlag hier im Haus. Jens Alpe. Herr Alpe. Wir haben es gehört, vielen Dank. Herr Alpe, Toleranz hier. Mal erlauben Sie, dass wir diese Sendung zu Ende führen. Herr Alpe, Sie reden bitte einfach weiter, man versteht Sie durchaus nach draußen. Was sagen Sie zu dem Auftritt der drei Herren hier? Ich verstehe oben leider kein Wort. Die drei Herren gebärden sich hier jetzt also durchaus zurückhaltend, friedlich. Sie haben mit Gewalt nichts zu tun. Was sagen Sie dazu? Sie gehören auch der Szene an. Ja, ich gehöre der Szene an, aber ich bin in der Band Kraftschlag, das ist die Band Stürker. Und die macht ihr Teil und wir machen unser Teil. Ich kann dazu nun auch nichts sagen. Ist das Heuchelei, was hier passiert? Also, ich schätze mal, die Jungs stehen dazu. Ja? Also, sonst würden sie es nicht sagen. Und ich habe also Konzerte von Stürker erlebt, wo es also wirklich so war, dass der Jörg öfter zur Gewaltlosigkeit aufgerufen hat. Warum funktioniert das denn dann nicht? Das liegt zum Teil auf einer emotionsgeladenen Atmosphäre, die auf solchen Konzerten herrscht, das ist klar. Die peitscht ihr und eure Bands doch auf. Ich sag's wieder so, ich find's lieber, die Leute lassen ihren Frust oder ihre Aggression auf unseren Konzerten raus, anstatt dass sie nachher draußen auf der Straße irgendwelche Scheiben einballern. Gut, fragen wir an der Stelle mal einen Mann, der Oberstaatsanwalt ist in Berlin, Carlo Weber. Hier heißt es an dieser einen Stelle, die Leute würden ihre Aggression ablassen. Nun gibt's natürlich auch die andere Möglichkeit, dass Leute durch diese Musik erst so richtig aufgestachelt werden. Wie seht, dass die Staatsanwaltschaft, die Leute, die damit zu tun haben, solche Vergehen zu ahnden, zum Beispiel, wenn es dazu gekommen ist? Das ist nicht ganz einfach. Die Gewaltdelikte als solche zu ahnden, da haben wir die normalen Beweisprobleme, mit denen man leben muss. Man muss eben genügend Zeugen haben, um den Täter zu überführen. Aber im Bereich der Verbaldelikte, solche Texte, wird das also wesentlich schwieriger. Wir leben in einem liberalen Rechtsstaat mit Meinungsfreiheit und Artikel 5 geht da sehr, sehr weit. Und wir müssen eines sehen, insgesamt, das liegt mir am Herzen, das mal zu sagen, auch wenn es ein wenig vom Thema abgeht, hier mit den Verbaldelikten, bitte im Raum stehen. Knapp, ja. Kurz und knapp, bei den Gewaltdelikten. Es wird zunehmend beklagt, dass zu wenig dabei herauskommt, was jetzt an rechter Gewalt verurteilt wird. Dies ist aus meiner Sicht das Produkt einer jahrzehntelangen wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich untermauerten Bewegung, die links von der Mitte vorgedacht wurde
und nun zu dem Ergebnis führt, unter dem großen Schlagwort, was nicht alle so vertreten, schafft die Knäste ab, dass man kein Vertrauen mehr in die repressiven Maßnahmen des Staates hat, zu größter Zurückhaltung aufruft. Und nun sind die Rechten auch Nutznießer dieser Entwicklung. Ich bin ein Gegner des. Herr Weber, nun sagt die FDP, Bundesjustizministerin, man möge doch bitteschön Jugendliche, die sich solcher Vergehen haben schuldig gemacht, nicht so hart bestrafen. Das sei gewissermaßen nicht konstruktiv. Was sagen Sie dazu? Ja, soweit die Bundesministerin damit meint, dass wir kein Gesinnungsunrecht haben und Rechte bloß wegen ihrer Gesinnung nicht härter rannehmen dürfen als Linke, lässt sich darüber diskutieren, wo wir ein konkretes Tatstrafrecht haben. Gut, wenn sie allerdings damit meint, die Praxis insgesamt der Verurteilung und der Strafrahmen sei in Ordnung, dann widerspreche ich energisch. Ich bin etwa in der gleichen Situation wie die Frau Bundesministerin. Ich glaube, da hat sie zu lange im Patentamt zugebracht. Ich kenne die Strafgerichtssäle. Welche Rolle spielen die Konzerte aus Ihrer Sicht der Dinge? Das lässt sich im Einzelnen nicht abschätzen, aber eine aufhetzende Wirkung ist mit Sicherheit gegeben. Herr Lemmer, Sie sind angetreten, die Band umzustylen, damit solche Vorwürfe nicht mehr kommen, aufhetzen. Wie machen Sie das denn? Umstylen tue ich die Band gar nicht. Das Einzige, was meine Aufgabe ist, ist in Zukunft gewisse Sachen zu filtern. Aber ich brauche bei den Jungs, bei Störkraft, bei anderen Bands vielleicht dann mehr, aber bei Störkraft brauche ich kaum noch was zu filtern. Man sieht es auch an seinem Outfit, da hat sich einiges verändert und in Zukunft werden Sachen, die zur Gewalt verherrlichten und so weiter und so fort, wird in Zukunft nicht mehr. Aber er hat doch zu Anfang gesagt, dass er sich von Ihnen da überhaupt nicht reinreden lässt, nicht reinredigieren lässt. Wir unterhalten uns natürlich zum Schluss, der Verfassungsschutz, der ist ja uns hier überall allgegenwärtig, ja. Und in Zukunft, damit hat ja auch Rio Reiser sicherlich als Künstler gesagt, man kann nicht alles auf Platte pressen, man darf in diesem Land, wo ja öffentlich alles gesagt wird, man darf alles, darf man noch lange nicht alles. Und aus dem Grund muss ich, bevor natürlich in Zukunft eine Platte gemacht wird, muss ich da mal die Texte ein wenig durchsortieren. Heißt das also, dass Sie auch in Zukunft in den Konzerten was anderes singen, als dann auf CD zu hören ist? Nein, die Konzerte werden weiter ganz normal ablaufen wie bisher. Er hat aber auch immer, das hat man eben wieder gehört von dem Herrn dort oben, Sie sagen immer wieder, keine Gewalt, keine Parolen, keine Fahnen. Nur die Atmosphäre in einem solchen Konzert, die Sachen in so einem Konzert sind einfach so, dass dort richtig Skandale ist und die Leute werden auch unter. George Lemming will was sagen, aber wir müssen da Fred Otto nochmal hören von der Begleitband Random. Er hat gesagt, Lüge. Das war nicht unsere Begleitband. Es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass er irgendeinen Spruch abgelassen hat gegen die Fahne, gegen die Parolen und gegen die Stimmung, die in diesem Saal war, gegen diese brisante Stimme. Am Schluss des Konzertes warst du nicht da mehr. Da kannst du am Schluss des Konzertes habe ich an der Bühne gestanden. Nein, und ich war sogar noch am Laden, als eure Security, einen Gitarristen von uns, verprügelt hat. Ich habe gar keine Security. Störkraft Security. Ein Gitarristen von uns. Zum Ende kommt, jetzt wollen wir herbeigezogen. Bitte. Was an Haaren herbeigezogen? Blödsinn. Ich frage dich jetzt. Du sagst, du möchtest keine Gewalt. Du möchtest ab von allem, was du vorher gemacht hast. Es ist ja aber so, dass du ja... vorher nie Gewalt prophezeit. Ja doch, ihr habt gewaltige Texte gemacht. Nein, und du hast sie gesungen. Texte, ja. Ja, habt ihr. Ich habe sie gelesen. Texte. Ist nur eine Frage. Teufel, ja. Bitte. Sag mir, hast du Angst, wenn du jetzt auf die Bühne gehst und singst was anderes? Oder du engagierst dich jetzt für was anderes? Oder lügst du jetzt? Also ich will mal so sagen, ich denke, die Leute, die mit bist uns... Bist davon die überzeugt? Ganze, darf ich ausreden? Ja. Die Leute, die mit uns vielleicht diese 5 Jahre, die wir jetzt mitgemacht haben, mitgegangen sind, die werden auch akzeptieren, wie wir heutzutage singen und wie wir heute diese ganze Sache darstellen. Aber der größte Teil vom Publikum. Wieso gehen Sie davon aus, Herr Petritsch, dass die Leute davon ausgehen? Brutaler, weil Skinheads, die in Ihrem Publikum stehen, eine Reichskriegsflane in der Hand halten, dass die auf einmal damit zufrieden sein soll, wenn ihr vom Lindenbaum vom Tore singt, das kommt so. Eine Reichskriegsflane und ein Hakenkreuzflane ist ein himmelweiter Unterschied. Das muss man ganz was sagt Ihre Klientel? Ja, ich denke, damit zufrieden sein. Ja, natürlich, sage ich auch. Die müssen damit zufrieden sein. Ja, Sie wollen Millionär werden mit dieser Band, mit anderen Rechtsbands. Sind Sie damit einverstanden, wenn Sie auf einmal das Markenprodukt ändern, das Markenprodukt rechts sein, Deutschland? Es gibt keine 50.000 Skinheads in Deutschland. Es gibt vielleicht nach Verfassungsschutzangaben noch nicht einmal 10.000. Es gibt Jugendliche, 40.000 ganz normale Jugendliche und so weiter kaufen die Musik. Und die werden auch zufrieden sein, wenn sie in Zukunft ein wenig liberaler gestaltet wird. Herr Rüchel, wächst sich das aus mit den Jahren? Die Jungs sind 22, 23, 23. Ich hoffe, dass das tut. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein Wort zu dem Begriff Deutschland sagen. Ich kann zu diesem Staat, in dem wir leben, sehr gut stehen. Und das ist für mich der demokratische Staat, in dem diskutiert wird, in dem schwierige Probleme in langwierigen Prozessen geklärt werden.
das, was ich da höre, das kommt mir, und das wird ja auch so zitiert vor, wie Wotan. Da kann man sich also auch das Bärenfell umhängen, sich irgendwo besoffen zurücklehnen, Mett trinken und in das Kuhhorn dröhnen. Leo Reiser, was tun? Was tun? Also die Jungs haben jetzt umfangreich erzählt, sie werden also jetzt alles ganz anders machen, sie haben Kreide gefressen. Also was passiert? Rock gegen rechts, ist das überhaupt noch eine Möglichkeit? Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir sind bei Leo Reiser und die Frage war, kann Rock gegen rechts überhaupt noch irgendwas bewirken, bitteschön? Wow, er hat gesagt, das soll liberaler werden, ja? Ich sag dir eins, Rockmusik in irgendeiner Form, und die Musik ist ja in irgendeiner Form Rockmusik, die ihr macht, hat nichts mit Liberalität zu tun, damit nichts. Die hat was mit Bauch zu tun, die hat was mit Gefühl zu tun. Und das hast du auf jeden Fall, das höre ich. Da ist irgendwas im Bauch, irgendwas, wofür du dich einsetzen willst. Und darum bitte ich dich, überleg dir mal, wofür du deine Emotionen einsetzt. Überleg das nochmal, dass du eine Bioform auf diesem Planeten bist und worum es dir wirklich geht. Das bitte ich. Rio Reiser, zum Schluss nochmal eine Frage an Sie. Es geht um Rock gegen rechts. Morgen findet in Berlin-Weißensee in die Halle, ich sage es, ein Konzert statt. Rio Reiser, Ulla Meinecke, City, Silly Punker, die Pudis nehmen da teil. Und dafür sind bisher kaum Karten abgesetzt worden. Das ist leider Gottes falsch. Was ist der Hintergrund, dass offensichtlich solche Aktionen nicht mehr richtig greifen? Ich muss ganz kurz dazu sagen, das stimmt nicht. Das ist falsch. Das ist die letzte Information. Was ich heute gehört habe, ich war gerade beim Soundcheck, stimmt nicht. Es ist also ausverkauft. Also es greift oder, noch. Oder, ja, das ist natürlich keiner aber von denen will ich da. Ich nur eine Sache sagen. Ich meine, ich sehe in solchen Veranstaltungen nun nicht den bedeutenden Sinn. Ja, also das ist eben so, man macht es eben, aber ich glaube, es ist im Augenblick effektiver, hier zu reden, ja, darüber zu reden. Nehmen Sie den Kameraden das ab, die hier sagen. Also, sind keine Kameraden. Ja, das ist sicherlich so, ja. In der Mitte ist also, ich weiß nicht, irgendwie schwankt da noch ein bisschen, aber ich würde es mir wünschen, wenn es so wäre. Also, es wird weiter diskutiert, das war ein Spruch. Schreiben Sie uns, welche Themen wir aufgreifen sollen, welche Themen wir nehmen sollen.